liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu TV Berlin Aktuell. Die Marktwirtschaft ist auch in den Krankenhäusern angekommen. Es gibt Sparzwänge an allen Ecken und Enden. Immer weniger Mitarbeiter müssen immer mehr leisten. Für rund 300 Beschäftigte der Berliner Vivantes-Kliniken ist das Maß jetzt voll. Sie legten heute ganztägig die Arbeit nieder und forderten eine gerechte Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen. Immer öfter regt sich Unmut in den Kliniken. Das führt auch bei den Patienten zu Unsicherheit. Ildiko Bogner berichtet. Die Angestellten von Vivantes sind sauer. 6 Krankenhäuser, so etwa das Klinikum Neukölln, werden am Montag ab 6 Uhr ganztägig bestreikt. In erster Linie Krankenpfleger, aber auch Ärzte und Mitarbeiter des Patientenbegleitservice legen die Arbeit nieder. Sie klagen über wachsenden Leistungsdruck bei gleichbleibendem Gehalt. Die Arbeitsbelastung wird halt immer höher und man hat immer weniger Zeit für die Patienten. Ja. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Der Beruf wird schlecht bezahlt. Es geht darum, dass man zu viel Arbeit in zu kurzer Zeit erledigen muss und es einfach immer schneller vonstatten gehen muss und somit einfach auch nicht mehr ordentlich durchgeführt werden kann. Vom Streik betroffen sind neben dem Klinikum Neukölln auch das Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg, das Obernkrankenhaus in Kreuzberg, das Humboldt-Klinikum in Reinickendorf, das Krankenhaus in Spandau sowie in Friedrichshain. Insgesamt treten 300 Klinikmitarbeiter in den Ausstand. Bis Montagnachmittag werden etwa 160 Operationen abgesagt bzw. verschoben. Verdi sieht den Streik als ein Warnsignal an die Arbeitgeberseite und verlangt mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Die Forderungen sind 100 Euro, 3,5% mehr auf das Entgelt. Außerdem, vor allen Dingen für die Krankenhäuser interessant, ist es die Angleichung des Nachtschichtzuschlages von 15% auf 20%, die Übernahme aller Auszubildenden und ein Urlaub auf 30 Tage für alle. Der Streik wird vom Kommunalen Arbeitgeberverband hingegen scharf kritisiert. Es könne nicht sein, dass Patientinnen und Patienten als Leidtragende für Gewerkschaftsforderungen herhalten müssen. Die Forderungen der Gewerkschaften und die wirtschaftliche Lage in den Kommunen würden zudem zu weit auseinanderklaffen. Man solle sich lieber um eine für beide Seiten tragfähige Lösung bemühen. Ob weitere Streiks folgen werden, hängt vom Ergebnis der nächsten Verhandlungsrunde am Donnerstag ab. Ausschusssitzung einmal nicht im Abgeordnetenhaus, sondern an der Basis. Um sich über die Ausbildung der Polizei zu informieren, besichtigten die Mitglieder des Innenausschusses eine sogenannte Tatortstraße im Fortbildungsstandort der Polizei in Spandau. Auf einer 85 Meter langen nachgebauten Straße mit Geschäften, Kellern und einem Auto trainieren Polizisten dort Spurensicherung und die Suche nach Verstecken. Mein Kollege Markus Bleik-Haag war dabei. Da staunen die Abgeordneten nicht schlecht. 7 unterschiedliche Szenarien sind in der Tatortstraße der Berliner Polizei nachgebaut. In einzelnen Räumen, vom Wohnzimmer über einen Tante-Emma-Laden bis hin zu einer Berliner Eckkneipe. So soll vor allem die Spurensuche erlernt werden. Weil der Polizist kommt ja in einen Raum, der ihm völlig fremd ist. Und es ist ja auch nicht so, dass der Bürger jetzt genau sagen kann, das war vorher so und so, das muss ja erfragt werden. Und dass man dann auch feststellt, wenn er sagt, er hat aus dieser Flasche getrunken, dass man noch überlegt, Moment, welche Spuren müssten denn jetzt da sein und mit welchem Sicherungsmittel nehme ich diese Spur? Das Fingerabdrücke nehmen wird gleich in einem Nebenraum geübt. Rund 700 Studenten des mittleren und gehobenen Vollzugsdienstes werden allein in diesem Jahr in der Tatortstraße ausgebildet. Mit der Bildungseinrichtung soll vor allem auch die Attraktivität des Polizeiberufes gesteigert werden. Der Markt der Schulabgänger wird immer kleiner und innerhalb dieses Marktes konkurrieren wir auch mit anderen interessanten Arbeitgebern. Und deshalb wird es wichtig sein, dass wir Aus- und Fortbildung der Berliner Polizei des gesamten öffentlichen Dienstes übrigens hochinteressant halten und dass wir entsprechende Ausstattungsmittel zur Verfügung stellen, damit wir auf diesem hohen Niveau bleiben. 2006 wurde die Tatortstraße für rund 660.000 Euro modernisiert und mit Videotechnik ausgestattet, damit die Übungen auch analysiert werden können. In den kommenden Jahren werden hier in realistischer Umgebung noch viele Berufsanfänger Spuren suchen, Objekte durchsuchen und Verdächtige vernehmen üben. Wir brauchen in den nächsten Jahren, um unsere Abgänge, unsere altersbedingten Abgänge auszugleichen, insgesamt 6.400 neue Bewerber bzw.
Auszubildende, die bis zum Jahr 2020 dann in die Lücken der Ausgeschiedenen füllen sollen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, weil wir müssen im Jahr jetzt etwa 800 bis 1000 Kolleginnen und Kollegen einstellen. Die Tatortstraße ist in Deutschland einzigartig. In Zeiten steigender Einbruchsdelikte sicher auch ein guter Ort, um die Ausbildung bei der Polizei so realistisch wie möglich zu gestalten. Davon konnten sich nun auch die Abgeordneten des Innenausschusses einen Eindruck machen. Und nun weitere Meldungen des Tages im Überblick. Hertha-Stürmer Adrian Ramos will zu Borussia Dortmund gehen. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der Kolumbianer im Sommer für ca. 8 Millionen Euro zum Vizemeister und Champions-League-Finalisten wechseln. Die Vertragslaufzeit ist noch nicht bekannt, aber Dortmund möchte den Stürmerstar mindestens bis 2017 binden, mit Option für ein weiteres Jahr, so die Zeitung. Brückenabriss. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung will morgen wie geplant den sogenannten Kielsteg am Weichselplatz abreißen. Das hatte das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren am Freitag entschieden. Eine Anwohnerin hatte beantragt, dass die 1962 errichtete Fußgängerbrücke über den Neuköllner Schifffahrtskanal erhalten bleiben soll. Die Neuköllnerin habe jedoch nicht die Befugnis, einen solchen Antrag zu stellen, sagte das Gericht. Der Senatsverwaltung ist die Sanierung der Brücke für 250.000 Euro zu teuer. Eine Bürgerinitiative will beim drohenden Abriss die Brücke besetzen. Personalmangel im öffentlichen Dienst. Berlin intensiviert seine Anstrengungen, ehemalige Soldaten für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Bei den Verantwortlichen für die Personalentwicklung im Land Berlin rücke die Suche nach Beschäftigten aus der Bundeswehr zunehmend ins Blickfeld, heißt es in der Antwort von Innensenator Frank Henkel auf eine parlamentarische Anfrage der SPD. So seien 2013 verstärkt Senatsverwaltungen oder auch Gerichte bei Job- und Bildungsmessen der Bundeswehr vertreten gewesen. Bis zum Jahr 2019 geht jeder vierte Beamte oder Angestellte in den Ruhestand. Beschwerde vom Tisch. Das Berliner Landgericht hat die Anklage gegen den Rapper Bushido wegen seines umstrittenen Liedes »Stress ohne Grund« endgültig verworfen. Das Amtsgericht Tiergarten hatte im November 2013 die Anklage wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Gewaltdarstellung nicht zugelassen. Dies akzeptierte die Staatsanwaltschaft nicht und wandte sich an das Landgericht. Doch das wies die Beschwerde nun ab. Der Tatbestand der Volksverhetzung sei nicht erfüllt. Beleidigung werde zwar gesehen, sei aber von der Kunstfreiheit gedeckt, hieß es. Berlin kann CO2-Ausstoß stark verringern. Trotz Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums sei es machbar, die Emissionen gegenüber 1990 um rund 85% zu senken und so Standards der Klimaneutralität zu erfüllen. Das geht aus einer Untersuchung des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung hervor. Das größte Potenzial sehen die Wissenschaftler bei Gebäudesanierung und Energieerzeugung. So müsste Wärme aus Erdgas und Biomasse statt Kohle und Öl erzeugt werden. Solaranlagen müssten massiv ausgebaut werden. Dann könne Berlin sogar mehr Strom erzeugen, als es verbraucht. Deutlich formverbessert präsentierten sich die Berliner Füchse am Sonntag beim 28:26 Sieg gegen den rumänischen Meister Constanța. Somit ist die Tür in Richtung Final Four weit aufgestoßen und Jan-Olaf Strakhulder hat dabei bemerkt, dass ein Akteur im Team der Füchse am vergangenen Abend der Mann für den besonderen Moment gewesen ist. In jeder Lebenslage einfach cool. Constantini Grupulo sicherte den Berliner Füchsen mit seinem trickreichen Treffer gegen den rumänischen Meister Constanța die so wichtigen 2 Punkte und die damit verbundene Sicherung der Tabellenführung. Dass es am Ende noch einmal knapp wurde, lag auch daran, dass eigentlich kombinationssichere Berliner in der Schlussphase die ein oder andere Chance zur Vorentscheidung liegen ließen. Doch letztlich bleibt die Erkenntnis, I Grupulo cool, alles cool. Wir haben gespielt, richtig hartes Spiel da und heute wir waren hungrig vor gewinnen diese Mannschaft. Ich muss sagen, ich war ein bisschen angry heute und dann was? Letzte Tor ist eine normale Situation, warum nicht? Das war ein bisschen ein gutes Tor, okay. Nach der Halbzeitpause steht Peter Stochel im Füchsegehäuse und fügt sich gleich entsprechend in die Partie ein. Seine Vorderleute kombinieren sich wieder schnell und flüssig mit einer klaren Spielanlage nach vorne. Frederik Petersen trifft von außen, die Kollegen freut. Eben noch am Jubeln, nun ist Jesper Nielsen Mittelpunkt des nächsten Angriffs. Schöne Kombination, diesmal geht der Ball an den Kreis und Jesper Nielsen trifft zum 21:17.
Doch aufgrund von kleineren Unkonzentriertheiten schaffen es die Füchse nicht, sich einen höheren Vorsprung zu erspielen. Constanza schafft es immer wieder, sich im Spiel zu halten. Ich denke, wir machen jetzt ein gutes Comeback zu unserem Niveau. Und ich hoffe, so eine Leute will auch kommen zurück. Und alle ganze Mannschaft will spielen alles zusammen wie in unserem Niveau. So. Gutes Niveau hat beispielsweise dieser Spielzug, den Mathias Sachison erfolgreich abschließen kann. Der Schwede erzielt letztlich 4 Treffer für die Füchse, Berlins bester Werfer. Mit 8 Toren ist Spielmacher Bartolomé Jaschka, der wieder einmal lenkt, denkt und in dieser Szene den Ball abfängt und dann ganz sicher abschließt. Wirklich hartes Spiel. Das ist gut. Wir haben heute gewonnen, dieses Spiel. Wir haben diese 2 Punkte geschafft. Das ist für uns wichtig. Mit 28:26 gewinnen die Füchse gegen Constanza und brauchen nun nur noch 1 Punkt aus 2 Spielen für die Qualifikation zum EHF Cup Final Four in eigener Halle. Der Weg Richtung Halbfinale ist also deutlich vorgezeichnet. Und nun der Blick aufs Wetter. Ein paar Tage müssen wir noch durchhalten, bevor der Frühling zurückkommt. Hier die Aussichten. In der heutigen Nacht zieht ein mäßiges bis dichtes Wolkenband über die Stadt, aber Regen kann nahezu ausgeschlossen werden. Die Tiefstwerte fallen auf etwa 6 Grad. Der Dienstag wird durchgehend bedeckt und nur selten lichtet sich die Wolkendecke etwas. Zu den späten Abendstunden hin sind kleinere Regenschauer möglich und das Quecksilber steigt auf 12 Grad. Der Ausblick. Der Mittwoch wird dicht bewölkt und mit 12 Grad etwas durchwachsen. Ab Donnerstag geht es dann wieder aufwärts mit viel Sonne und nur noch wenig Wolken bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Soweit von uns mit TV Berlin Aktuell, der Nachrichtensendung auf TV Berlin. Alles zum Nachlesen finden Sie auf der TVB Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal. Dort können Sie auch nochmal die Beiträge anklicken. Schön, dass Sie reingeschaut haben. Machen Sie es gut und tschüss.